Ja, und zwar übernachten wir heute an einem verlassenen Steinbruch, aber an einer ganz besonderen Stelle. Schau dich das einfach mal an, der Ausblick. Okay. Hier ist unsere Feuerstelle. Ja, das wird jetzt eine Arbeit. Also ich glaube, wenn wir fertig sind, könnte es schon echt ein bisschen dunkler sein als jetzt. So, die erste Ladung. Boah. Yo Leute, was geht? Wir sind der Seni und Timo und willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder der Tino mit am Start. Und heute endlich haben wir das, was wir letztes Jahr eigentlich schon machen wollten. Ja, und zwar übernachten wir heute an einem verlassenen Steinbruch, aber an einer ganz besonderen Stelle. Ich will nicht weiter rumlabern und würde sagen, los geht's. Kann ein Video gar nicht starten. Wir sind hier vielleicht eine Minute und wir haben schon die erste Survival-Nahrung gefunden. Hier haben wir noch ein Reste von dem Eis. Das muss anscheinend ziemlich frisch sein, weil es noch geschmolzen ist. Ja, ich muss jetzt sagen, ein bisschen die Steine wegtun und dann kann man das auf jeden Fall essen. Ein bisschen hart im Biss, aber es geht schon. Jetzt bin ich wieder gestärkt. Jetzt können wir ins Lager und auf geht's. Oh. Normalerweise fahre ich immer auf der Anhängerkupplung mit. Hey, pst, man hört jede Umdrehung. Hör mal zu. Man hört jede Umdrehung von dem. Wir haben einen ganz besonderen Ort heute für euch. Mit dem mega geilen Ausblick. Wollen wir euch jetzt noch nicht zeigen, ihr werdet das gleich sehen. Sonnenuntergang, das heißt, wenn wir uns jetzt beeilen mit Feuerholz, wird es mal wieder richtig geil, idyllisch. Boah, das Abendessen. Survival. Und jetzt esst den. Nee, der ist schon getrocknet. Tino! Der war drin. Gott, oh, das ist ein kranke Scheiße, Alter. Leute, natürlich habe ich ihn wieder ausgespuckt, weil ohne Grund essen wir nicht einfach so Tiere. Der eine ist von der Handwurst, der andere frisst einen Wurm. Wollte ihn nur mal kurz feucht machen. Okay, Leute, wir sind da. Schaut euch das einfach mal an. Der Ausblick, ein Traum. Hier unten werden wir heute nächtigen, an der Klippe, ich sag mal, wie viele Meter sind denn das? 10, 15? Kann das hinkommen? Boah, das ist ja schon mal eine fette Kiste. Pass auf, gell? Digga, die Kamera. Abflug ist da. Mach das bloß nicht, das wird so lustig. Das wird so lustig. Da ist Fleisch drin! Ist es ausgeladen? Ja. Ja, und das Ganze ist so geplant. Wir tun uns hier unser Tarp aufbauen. Hier ungefähr dann das Feuer machen. Und ja, dann noch was Leckeres kochen auf jeden Fall. Ich hoffe, man hört mich. Ich hoffe, der Wind ist nicht zu krass. Ich habe das Mikrofon schon wieder verloren. Ich trottel. Es ist auch Gewitter für heute gemeldet. Also schauen wir mal, wie das Wetter bleibt. Hygiene auch. Kannst du es bei mir auch? Ein Stock so, einen so schräg hoch und einen so runter. Beziehungsweise genau andersrum. Einen so, hier dann einen so schräg hoch, dann einen so runter. Ja Leute, ich zeige euch das Ganze jetzt hier mal nochmal. Ist echt ganz schön heftig, weil hier sieht man, wie weit es runter geht. Deswegen kann man nur erahnen, wie weit es hier runter geht. Hallo? Alter! Der Kerl, ne? Wahnsinn! Ja, wie ihr seht, geht die Sonne langsam unter. Deshalb schmeißen wir uns schleunigst in den Wald, um Feuerholz zu holen. Und halt auch das Holz für die Konstruktion. Das dürfte jetzt dann echt ein bisschen aufwendig werden, aber wir sind ja zu dritt. Da ist es eigentlich ziemlich gut machbar. Los geht's! Wir sind jetzt hier gerade schon mal am Holz zurechtschneiden. Natürlich nimmt man da immer nur Totholz. Das heißt, wir schauen jetzt gerade, dass wir Holz kriegen für unsere Konstruktion, für das Tarp. Dann wir jetzt diese zwei Stecken, die da Seni raus zurecht gespitzt und sowas schon mal hat. Ja, das wird jetzt eine Arbeit. Also ich glaube, wenn wir fertig sind, könnte es schon echt ein bisschen dunkler sein als jetzt. Oder Sonntagmittag. Ja, genau. Okay. Jawohl.
Ah, die Axt geht wie die Sau. Ja, das ist immer das Stressigste, das Feuerholz machen. Aber wenn das mal gemacht ist, dann wird es eigentlich entspannt ab dem Moment. Der Chino ist jetzt gerade unten im Steinbruch und schaut, dass er für uns eine schöne Steinplatte findet, wo wir dann später noch was drauf kochen können, weil wir haben heute ein bisschen mehr noch vor, wenn es um Kochen geht, mal was komplett anderes. So, die erste Ladung von unserem Konstruktionsholz wird jetzt schon mal hochgebracht. Das ist auch schönes, stabiles Buchenholz. Der Chino hat auch gerade schon eine Ladung Steine und Holz hochgebracht, also wir sind gut im Rennen. Hier sind zwei Trojaner mit Klappspaten unterwegs. Ja, du bist der Klappspaten. Eine von den. Ist der Arnold nach 3 Jahren Training schon? Apfelstrudel. Ja, Leute, wir bauen jetzt hier gerade unsere professionelle Konstruktion. Weißt du, was wir noch machen? Das melde ich mich. Warte, weißt du, was wir machen? Ich habe schon was gesehen, schau. Weißt du, was wir machen? Was perfekt ist. Einfach noch einen ganz kleinen dünnen Stock hier rein. Wegen mir, klar. Dann zweimal festbinden. Konstruktion hält auf jeden Fall. Schon mal echt cool aus. Ja, ich melde mich jetzt dann nochmal zurück, um Akku zu sparen. Tu mir das jetzt nicht komplett filmen, aber ich glaube, die Konstruktion wird geil. Ja, Leute, ich gehe jetzt hier mal einen Schritt hoch. Hier haben wir jetzt unsere Konstruktion. Die werde ich euch morgen mal noch ein bisschen näher bringen. Hier ist unsere Feuerstelle. Hier geht es ganz weit runter. Das sieht man jetzt schon gar nicht mehr. Hier ist ich habe das genau in dem Boden mit Schinken. Hier sind unsere drei Schlafsäcke. Also wir haben jetzt bis in die Mitternacht rein an unsere Konstruktion ja eigentlich gearbeitet. Viel zu viel Zeit ist dafür drauf gegangen. Deswegen müssen wir jetzt um Mitternacht hier das Kochen anfangen. Ich zeige euch das Ganze mal. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Also wir haben uns jetzt hier voll ausgetobt. Ich erkläre euch das Ganze jetzt mal bei Nacht. Toll. Wir haben hier hinten in die Schräge diese Stöcke reingerammt. Die gehen jetzt hier vor, diese Gabelung. Genau, dann haben wir noch zum Ausspreizen hier unten, so kreuzförmig, die Stöcke noch angeordnet und das hält bombenfest. Wenn es jetzt nieselt, gar kein Problem eigentlich. Und gegen die Sonne sind wir dann auch geschützt. Dann, wie ihr es bestimmt schon in anderen Videos gesehen habt, haben wir Stockbrotteig mit Schinken. Und ja, das wird dann quasi überm Feuer auf dem Stock gebraten, der Stock rausgezogen, dann kommt Käse rein. So, das Stockbrot ist fertig. Ja, und da kommt jetzt dann der Käse rein. Geil. Geil. Geil, geil, geil. Heiß wie nochmal was. Das schaut echt geil aus mit dem Käse. Boah. Boah. Das ist zu geil. Das ist viel zu geil. Bester Abend überhaupt. Hier haben wir jetzt noch ganz rotzfrech in das Brot eine Bratwurst mit rein. Geile Sache. Morgen, Leute! Ich glaube, wir haben circa 4 Stunden oder so geschlafen, wenn überhaupt. Aber es war wirklich das erste Overnight. Naja, wobei eigentlich schon das zweite, oder? Ohne irgendwelche Vorkommnisse. Ja, richtig geil. Jetzt zeigen wir euch hier mal
die Konstruktion und alles. Tagsüber sieht man das viel besser und ich bin eigentlich noch viel zu müde, um zu reden. Also verurteilt mich nicht, wenn die Kamera irgendwie hier auf mich filmt. Ja, ich stehe jetzt auf. Kaffee haben wir leider keinen dabei. Dann kochen wir noch was, weil das mit der Steinplatte haben wir gestern nicht mehr gemacht, weil wir eigentlich schon recht satt wurden. Das wird jetzt heute unser Frühstück. Und dann lasse ich mal kurz wach werden und dann sehen wir uns gleich. So, jetzt könnt ihr hier mal tagsüber unseren schönen Lagerplatz betrachten. Hier geht es auf jeden Fall gut runter. Ja, und zwar hatte der Sini gestern eine geile Konstruktionsidee, dass wir zwei Äste hier hinten in die Erde rammen, weil das, wo wir hier drauf stehen, ist ja Stein. Ne? Die zwei Äste gehen hier dann vor, hier an den auf die Gabelungen aufgelegt. Ich habe dann noch gesagt, dass wir hier bei den Gabelungen noch so eine Querstrebe mit einbauen. Dadurch hält die ganze Konstruktion echt, also die ist wirklich fest. Da kann gar nichts mehr passieren. Und ja, das hat es jetzt eigentlich richtig gemütlich gemacht zum Schlafen. Hier sind die Schlafsäcke drinnen, hier unsere Lagerfeuerstelle und der geile Ausblick, einfach Wahnsinn. Echt geil. Also vom Ort her würde ich sagen, bis jetzt das geilste Overnight. Ja, im Winter ist es hier auch geil. Da haben wir uns mal so selber einen Schlitten gebaut. Und der Sini, der macht jetzt hier das Feuer. Auf die Steinplatten kommen dann die Steaks. Und dann haben wir schon mal ein deftiges Frühstück. Jetzt fängt gleich das Nieseln an. Hoffentlich nicht das Regnen, weil wir wollen jetzt hier das Feuer ein bisschen runterbrennen lassen, dass wir eine Glut haben, um unsere Steaks auf den Steinplatten zu machen. Aber ja, langsam befürchte ich, dass der Regen stärker wird. So, es hat jetzt das Regen angefangen, aber wir liegen hier richtig gemütlich im Trockenen und warten mal, ob der Regen nicht gleich wieder aufhört, weil dann können wir, wenn wir Glück haben, noch unser Frühstück zubereiten. Wenn nicht, geht's mit leerem Magen nach Hause. Oder, Sini? Ja, doch der Wald ist unser Zuhause. Okay. Frühstück wird angerichtet. Fleisch von der Steinplatte. Das brutzelt schon richtig, wie man sieht. Jetzt Beilage Toast. Ja, geil. Okay. Es regnet, aber das Fleisch brutzelt weiter schön dahin. Ja, ich glaube, das kann sich sehen lassen. Mit den Flaschen ist echt ein schlauer Trick, Mann. So Leute, schaut euch das mal an. Ah, Träumle. Einfach nur geil. Oder, Cindy, was sagst du? Ja, besser geht's nicht mehr. Ja. Höhepunkt vom Leben ist erreicht, oder? Es ist total emotional. Ich kann immer. Es ist wundervoll. Ich bin glücklich. Ich bin einfach nur glücklich. So, weil unser netter Herr, der Arseni, meint, er muss seine Rolle vollkommen übertreiben, haut er jetzt auch noch hier Käse drauf. Wie geil ist das bitte? Gouda. Gouda-Orgie. Ja. Ja, Leute, wir bauen jetzt gerade hier. Wir bauen jetzt hier gerade schon ab. Und dann war es das auch schon wieder. Leider war echt schön. Ich glaube, ich hätte hier locker noch einen Tag bleiben können. Aber uns erwarten ja noch unzählige weitere Abenteuer. Deswegen melde ich mich zurück, wenn wir hier fertig sind. Bis dann. Ja Leute, wir sind jetzt wieder am Ende vom Video angelangt. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Schauen. Wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt von uns, drückt gerne auf Abonnieren, natürlich kein Muss. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal.